Mann, ey, überall sind Viecher, Alter. Oh Gott. Heute ist der Earth Overshoot Day, der Tag, an dem wir Menschen mehr Ressourcen verbraucht haben, als die Erde in diesem Jahr nachhaltig zur Verfügung stellen kann. Zusammen mit einem Team von Mesh Collective und dem WWF fahre ich raus in die Natur. Leider muss ich zugeben, dass auch mein ökologischer Fußabdruck nicht das ist, was man vorbildlich nennen kann. Wenn alle Menschen so leben würden wie ich, bräuchten wir 3,24 Erden und das ist scheiße. Denn hoher Ressourcenverbrauch und CO2-Ausstoß trägt zu einem Problem bei, dem menschlich gemachten Klimawandel. Und dieser ist bereits bei uns angekommen. Es ist super krass. Also auch wenn wir uns jetzt die Felder angucken, die sehen jetzt noch einigermaßen grün aus, aber die Bauern haben, glaube ich, richtig krass mit der Trockenheit zu kämpfen. Das Ding ist aber, ganz ehrlich, ich habe das halt gar nicht mitbekommen, so, dass es nicht geregnet hat. Ich bin dauernd zu Hause, weißt du, sitz am Computer. Ich habe es nur gemerkt, weil der Senat hat jetzt in Berlin zum Beispiel aufgerufen, man soll Straßenbäume selber wässern, weil die sonst... Krass das ist, oder? Und das ist alles durch den Klimawandel, durch den Treibhauseffekt. Und da tragen wir natürlich alle unseren Teil dazu bei. Wir werden uns gleich mit dem Bastian treffen. Bastian ist ausgebildeter Überlebenstrainer. Der hat auch schon mal ein ganzes Jahr alleine im Wald gewohnt und da ganz CO2-neutral gelebt. Und wir wollen mit dir jetzt so ein kleines Survival-Abenteuer machen. Und du wirst mit ihm quasi in den Wald gehen und auch nicht im Zelt schlafen. Was? Und ja, auch Hygiene oder wie schläft man da? Wie sucht man sich was, zu essen? Wo geht man kacken? Ja. Genau, und das werden wir jetzt mal machen. Und dann werden wir halt hier in den Wald gehen und ja, ein bisschen Abenteuer erleben. Also du vor allen Dingen. Dankeschön, ja, toll. Ja. Hätte ich mal Nein gesagt. Ja. Draußen schlafen. Heilige Scheiße. Ja, und es soll regnen. Ich weiß, ich muss an meinem Lebensstil etwas ändern. Genau deswegen mache ich jetzt für 24 Stunden Pause und werde so wenig CO2 produzieren wie nur möglich. Moin. Hi. Hey, ich bin Phil, moin. Bastian, hi. Du bist also der mich heute hier rumscheucht. Ja, genau, ich gehe mit dir in den Wald. Du zeigst mir jetzt wieder, wie das Leben so ist, CO2-frei quasi, oder? Ja, wahrscheinlich sehr CO2-arm. Ja. Ich bin sehr gespannt. Wo müssen wir jetzt hinlaufen? Ich habe so einen Platz ausgesucht, wo du ein bisschen Vielfalt hast, weil wenn es ums Leben im Wald geht, dann brauchst du halt verschiedene Materialien. Also es wird schwer, in einem reinen Kiefernforst vier essbare Pflanzen zu finden. Mhm. Wirst du auch gleich sehen, weil da wächst da nicht so viel. Okay, also ich darf, was ich gerade rausgefunden habe, Pflanzen essen. Das auf jeden Fall. Okay, ich bin ein bisschen aufgeregt, muss ich zugeben, aber ich habe Bock. Ja? Wollen wir losgehen? Ja, perfekt. Ich hole meinen Rucksack. Soll ich meinen Rechner mitnehmen oder nicht? Den kann ich hier noch echt hier lassen. Ne? Ich glaube auch, ja. Also. Außer es gibt einen Survival-Skill mit dem Rechner, aber den kenne ich auch noch nicht. Ich würde jetzt mit dir so Richtung Campplatz gehen. Jo, ja, finde ich gut. Gehen wir los? Machen wir. Gut. Interessant. Beeren. Mhm. Die sehen fast aus wie getrocknet, weil es so trocken war die ganze Zeit. Sehr sauer, aber geil. Wäre halt Unkraut für mich gewesen jetzt. Überall laufen hier auf dem Boden Viecher rum, wa? Das ist Wald. Guck mal hier. Nimm mal 3-4 in die Hand und dann... Essen. Mhm. Wonach schmeckt? Nach Apfel. Mhm. Was zum Teufel? Also hier ist jetzt leider nichts, aber so verrottendes Holz oder morsches Holz ist immer auch ein Ort für Maden oder anderes Essbares. Maden. Ja, also wenn du mal erlebt hast, wie es ist, längere Zeit wirklich einen Hunger zu haben, dann ändert sich die Wahrnehmung zwischen Lecker und Nahrung. Mhm. Was hast du da? Eine Spinne, oder? Ja, genau. Widerlich. Vor so kleinen habe ich nicht unbedingt Angst, aber ich will die auch nicht neben mir haben, sondern so große Spinnen, so bin ich raus einfach. Ne? Ja, okay. Habe ich wirklich Panik vor. Also meine Erfahrung ist, Angst hat immer oft was damit zu tun, wenn ich keine Ahnung davon habe. Das sowieso, ja. Das sowieso. Angst und Unwissenheit geht Hand in Hand. Ja. Aber da brauchst du einfach ein bisschen Zeit im Wald. Ist halt auch so. Wenn man in der Stadt lebt, so, dann kannst du es auch schwer entwickeln, so diese, ja. Weißt du, ja. Dieses Gespür für sowas. Ja. Aber dafür bist du jetzt draußen. Ja, endlich. Du bist echt so jemand, du gehst mal lang und wenn du was findest zum Essen, rein damit. Ja. Naja, musst ja irgendwie die 2000 Kilokalorien reinholen. Muss ich mich noch dran gewöhnen. Ja. Die Geschenke des Waldes sind teilweise kurzweilig. Das stimmt. Das hier ist ein ganz wichtiger Baum. Wenn du die Nadeln so nimmst und so zerreibst, das ist ein Händewaschen, weil die Nadeln haben Öle und es ist antibakteriell. Ach krass. Händewaschen. Genau. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Ich muss mir jetzt nämlich noch einen Schlafplatz bauen für heute Abend. Ist logisch, wenn du im Wald bist, musst du irgendwo nächtigen. Und
irgendwas zu bauen, ist ziemlich sicher gar nicht so einfach. Deswegen wird mir das jetzt gezeigt und ich habe ein bisschen Angst davor. So, boah, da stolper ich schon fast. Wir bauen jetzt eine Hütte, habe ich gehört. Genau. Ja. Und dafür benutzen wir nur Stöcker und Laub, also das, was wir hier überhaupt haben. Ja. Und bauen uns sozusagen ein kleines Nest. Okay. Ja, und das schützt dich dann vor Regen, vor Sturm und im besten Fall hältst du dich warm genug, dass du den Morgen gut erlebst. Okay. Wie lange braucht man so, um so eine Hütte zu bauen? Also wenn du ganz alleine bist und du weißt, was du tust, würde ich sagen 3-4 Stunden. 3-4 Stunden? Okay, Jungs, bedeutet, wir machen das jetzt gemeinsam. Mach doch mal ein Probeliegen hier drunter. So. Oh Gott! Ja krass, es würde also wirklich quasi schon passen. Ja, ja. Ja. Da ist schon wieder eine Spinne. Ist anstrengend, ne? Aber ist eine schöne Abwechslung, mal ganz ehrlich. Irgendwie mal wieder ein bisschen rauskommen, ja, was anderes im Leben erleben, als immer nur den Computer zu sehen. Schön. Oh, guck mal, da ist ein Viech dran. Oh, eine Raupe. Oh, ich sag geil. Ich habe seit Ewigkeit nicht gesehen, eine Raupe, ne? Das ist halt wirklich krass, ne? Es wird einem erst so richtig bewusst, was man alles hat, wenn man hier mal im Wald ist, sich selbst was baut aus einfach den Dingen, die da sind. Wir leben im Luxus, Leute. Ein Bett haben. Mua, geil. Mir kribbelt auch schon alles. Es ist richtig eklig. Wann ist so der Moment erreicht, wo man sagen kann, ja, jetzt reicht's? Hier, ich habe gutes Matratzenmaterial. Ja? Für deine Hütte. Cool. Zum Schlafen. Viel Spaß. Okay, Mütze. Ja, sehr gut. So, Emma, hier Mütze auf. Oh Gott. Das Ding ist halt, ich habe wirklich Angst vor Spinnen. Hier werden ja Millionen Spinnen drin sein. Ein paar. Oh. Ja. Das ist so eine Situation, ich hätte jetzt gerne entweder irgendwie eine Kerze zum Reinleuchten oder ein Handy. Mann, ey, überall gibt es wie ein Juckt und Krabbel, ey. Alter. Gut, dann geht's rein in die gute Stube, ne? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Wie als ob ich mich jetzt irgendwie verpuppe in einem Kokon oder sowas. So fühlt sich das gerade an. Es ist sehr, sehr ungewohnt. Überall sind Äste, die mich nerven. Es ist super eng. Auch viel Bewegungsfreiheit ist ja auch nicht, ne? Ah, ich glaube, da gewöhnt man sich dran. Was war, macht es Sinn? Oh, da ist eine Riesenspinne! Ah, mach die weg, bitte! Wo denn? Da vorne. Oh Gott, das ist eklig. Ah, hier, okay. Oh, ich meine das Erz mit der scheiß Spinnruppi. Ja, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg, sie ist weg. Mach die weg! Mach die weg! Sag mal, wie lange sind wir jetzt eigentlich schon hier? 5-6 Stunden? Mal das Ding ist, ich muss mal kacken. Was jetzt? Wahrscheinlich ist dir klar, dass im normalen zivilisierten Leben wir mit jedem Mal Kacke Trinkwasser wegspülen. Ja. Und im Wald läuft es ein bisschen anders. Und die Idee ist eigentlich, dass du natürlich das nicht im Camp machst, sondern du gehst aus dem Camp raus und du nimmst so die erste grobe Schicht an Erdmaterial weg, vielleicht einen Tick tiefer, leicht über die Erdoberfläche, also machst schon ein kleines Loch rein, verrichtest dein Geschäft und dann bedeckst du es wieder mit dem, was du eh zur Seite geschoben hast, so dass auch niemand drauftreten kann, auch du nicht. Ja. Manche Leute markieren es, damit sie wissen, da will ich nicht rauftreten. Ja. Und dann füllst du deine eigene Region sozusagen, wo das ist, mit deinem Geschenk zurück. Eigentlich nur fair. Im Wald gibt es immer ein cooles Äquivalent zu dem, was zivilisiert notwendig wäre, also Klopapier. Wir suchen also gleich ein cooles Klopapier, es gibt verschiedene. Ja, lass uns einen Ort finden, wo ich kacken kann. Mhm. Alright. Boah, alles voller Klopapier hier auf dem Boden. Ich glaube, es gab mal eine Zeit lang, da wurde vorgefeuchtetes und antibakterielles Klopapier verkauft. Ja. Mit so einem richtigen Gerät, was das macht. Das hat sogar Elektronikbedarf. Und alles das ohne Strom, ohne alles, liegt halt einfach hier rum. Und wer es ganz sanft mag, nimmt sich das noch ein bisschen raus und hat dann sein fertiges Klopapier. So Leute, jetzt wird's eng, ne? Ich muss jetzt wirklich ganz trinken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Was sind die Grundbedürfnisse eines Menschen? Wasser, Nahrung, was zum Wärmen, Feuer.
Genau. Hast du irgendeine Idee, wie du Feuer machen würdest? Ich weiß halt, es geht mit Stöckern so. Ne? Ich zeig dir mal, was ich benutze. Und dann kannst du mal gucken, ob du es dir zusammengebastelt bekommst. Ah, gesehen habe ich es auf jeden Fall schon, ne? Aber wie das funktioniert, also. Also so rein von der Technik reden wir hiervon. Siehst du den Rauch? Ja, easy. Jetzt seht ihr, wie der Meister Feuer macht. Eingedreht. Scheiße. Wie war das? Wo muss? Das ist doch nicht falsch, oder? Boah. Ja, ist nicht so einfach. Ja, das sieht doch schon mal nicht so schlecht aus. Und so einfach weitermachen. Ich riech schon. Ah. Und wehtun kann man sich aber auch. Hast du ja auch erzählt, ne? Hast schon geblutet beim ersten Mal. Ich sehe es auch noch kommen. Aber das ist schon heiß. Und ich würde sagen, Leute, ich lasse es jetzt auch lieber bleiben. Ich habe es fast geschafft. Das Ding ist nämlich, ist ziemlich trocken in der letzten Zeit. Ja, seit Anfang des Jahres gab es schon über 200 Brände in Brandenburg, was ziemlich krass ist. Seit 12 Wochen hat es nicht mehr geregnet. Das ist krass, das ist gefährlich. Deswegen lassen wir das jetzt lieber bleiben. Wir haben es doch einfach nicht erlaubt bekommen. Das ist tatsächlich das Ding. Aber es ist möglich, ihr habt es gesehen. Und wenn ihr Feuer machen wollt, dann wisst ihr jetzt wie. Durch Trockenheit steigt die Waldbrandgefahr enorm. Aktuell haben Griechenland und sogar Schweden mit krassen Bränden zu kämpfen. Durch die globale Erwärmung nehmen Wetterextreme wie Starkregenereignisse, längere Kälteperioden oder anhaltende Hitzewellen wie diese zu. Die Klimakrise verändert die atmosphärische Zirkulation. Hoch- und Tiefdruckgebiete verändern ihre Zugbahn und bleiben länger an derselben Stelle. Also ich würde mal sagen, wir treffen uns nicht, wenn die Vögel anfangen zu singen, sondern ein bisschen danach. Okay, das hört sich danach. Guten Lösung an. Ja. Ja. Und ich meine, ich weiß ja, wo ich dich finde. Ja, nee. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen, Leute, kann ich nicht. Ne? Das ist nicht meine Welt. Also wir hatten jetzt schon gedacht, dass du darin schläfst. Ich hätte mir jetzt kein Zelt mehr. Haben wir auch einen Schlafsack mitgebracht? Dann ist es nicht ganz so ungemütlich. Nee, im Ernst, habt ihr irgendwie eine andere Lösung? Ja, denn gute Nacht, ne? Ob das jetzt schon ein Starkregenereignis war? War es nicht, aber auf jeden Fall ein weiterer Grund, im Zelt zu pennen. Morgen. Oh, moin. Na? Oh. Also ein kleines Frühstück habe ich bei, guck mal. Oh, geil. Brennnesselsamen, sehr, sehr, sehr gesund und Himbeeren frisch gepflückt. Ach, ist ja witzig. Oh, die sind super. Dann probiere ich mal die Samen hier. Ja, ja, unbedingt. Brennnessel ist eigentlich so eine Pflanze, die ein bisschen unbeliebt ist. Gerne Unkraut genannt. Ja. Das Ding ist, ich weiß nicht, wo ich meine Trinkflasche hingelegt habe. Das ist ein Problem. Ich habe Durst. Wir können losziehen und ich zeig dir die Quelle, wo ich trinke hier. Finde ich gut. Ja? Ja, also das ist der See. Mega schön. Und das Wasser ist echt relativ klar, oder? Ja, das Wasser ist sehr klar. Und meine Lieblingsart und Weise ist eigentlich genau wie ein Tier. Ich gehe runter, suche mir eine gute Stelle. Ja, wie verrückt, oder? Einfach hinknien, wa? Boah, schmeckt so, wie es riecht. Ja, ungewohnt, aber kann man trinken. Ich bin gespannt, wie mein Magen drauf reagiert am Ende. Wie wichtig ist für dich, die Natur zu schützen? Der Naturschutz kann ja sein, wir beschützen genau eine Pflanze, die selten ist und hier steht. Nee. Und Naturschutz kann für mich aber auch sein, dass wir rausgehen zusammen und Leute merken, boah, diese Pflanze hat eigentlich totale Bedeutung und Wert. Ja. Und mir dann überlege, okay, was machen wir denn jetzt? Ja, wir müssen sie eigentlich schützen. Klar, du hast ja jetzt wirklich die Ahnung von. Ne? Aber jetzt ich, was kann ich machen? Naja, die Fragen, die aufkommen, finde ich, durch unsere Zeit sind Nahrung. Also wo kommt deine Nahrung her? Dann haben wir Wohnen. Was für Material ist dafür verbraucht worden? Wo kommt es her? Und wie viel Aufwand ist das? Bewegung. Wir haben uns bewegt mit unseren tollen Füßen. Und dann gibt es Leute, die fliegen relativ regelmäßig oder fahren vielleicht überflüssige Autofahrten. Mhm. Und gerade das Fliegen ist ja ein Klimakiller, ist ja bekannt. Und die meisten Leute fragen sich mal, was kann ich jetzt machen? Sie können sich einfach überlegen, wo fließt denn ihr Geld hin? Wen füttern sie damit? Und da gibt es auf jeden Fall gute Entscheidungen zu treffen oder wichtige. Gut, Phil, das waren so die 24 Stunden zusammen im Wald. Also wenn du Lust bekommen hast, geh gerne wieder in den Wald. Voll. Gibt einiges zu entdecken. Ja, voll. Ja? Alles klar, Basti? Gut. Danke. Mach's sehr gut. Interessant. Bis bald. Bis dann, ja. Ciao. So gehen also unsere 24 Stunden im Wald vorbei. War schön.
Wichtig für mich ist jetzt natürlich auch ein paar Dinge damit in den Alltag mitzunehmen. Ja? Zu gucken, wie kann ich CO2 wirklich sparen, weniger Plastik verbrauchen, die Heizung nicht so aufdrehen, einfach mal den Computer ganz ausmachen. Es gibt so viele Kleinigkeiten, die man ändern kann. Und das ist so für mich der wichtigste Punkt, denke ich. Alles klar. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Natürlich müsst ihr nicht in den Wald gehen, um klimafreundlicher zu leben. Checkt einfach mal die Videobeschreibung ab. Dort findet ihr sinnvolle Tipps für den Alltag.